I'm sorry. Did I wrap it too tightly? It's fine. I'm fine. See? I can swing it like this and it doesn't even... Oh. I knew it. Thanks. I feel much better now. I'm sure that's Nia's poultice doing its job. Thanks. Pyra, you're hurt too. Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Hey, let me help. Thank you, Rex. No worries. Least I can do. There, all done. How's that? Looks good. Rex? Look, they're the same. Oh. Yeah? I guess they are. So beautiful. Yeah. It really is. I guess that's probably because you made it, Pyra. No. What? I didn't mean it like that. You're just, really good at making fires. That's all. It's what I do. Kapitel 2, die Veranlagung. Und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Bin ja gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also, wir haben ja jetzt hier so ein paar neue Leute. Ja, wir nehmen Poppy. So. Ja, wir haben gespeichert. Fortfahren. Fortfahren. Die Schlacht, ja. Und nun? Welcome home, Jin. Hey, Akos. I hear the Aegis awakened. Nasty shock for you? Or was it? Of course, my script showed how everything would play out from the start. Sure, you say that once it's all over and done with. It's easy to act smug when hindsight's on your side. Shut your mouth, Abrona. I'm shaking to my core. Where are the other two? Mikhail's inspecting the Ardanian factory. And my beloved sister is out hunting, as always. I'm sure she'll have found plenty of drivers to chew up and spit out by now. She likes to hunt, all right. Not sure we can use all of those core crystals, though. Do we know where the Aegis is right now? Have no fear, Jin. Of course we know her whereabouts. Abrona? Yeah, yeah!
It seems they're currently traveling away from the urban area of Gormont. Leaving the town? But there's nothing out that way. Perhaps they're on their way out of Gormont itself. Oh, and... What? It seems a certain shipment has set out. The core crystals heading to Indol for cleansing, huh? How pious of them. Shall we handle them? I can deal with that myself. You concentrate on the Aegis. Understood. Well, I am looking forward to clapping eyes on the Aegis. By the way, what of Nia? You know where she is? Yes. Look, this dot here. Without a doubt, this is Dromark's wavelength. It seems they're traveling together with the Aegis. With the Aegis? Huh. Do as you see fit. Understood. You don't need to ask me twice. Right then. We're gonna take the Monoceros. As you wish. Hey. Don't do anything too reckless. Ja, was für ein seltsamer Typ war das denn eben schon wieder? What is that? A Cloud Sea compass. A must-have for salvagers. It's sort of a map of the Cloud Sea. If you do this and this, what's the date today? Amathotober 5th, 4058. Okay. So now we put the date in. See? Oh, this is very clever. Looks like Gormont is the closest country to the World Tree right now. All we need is a ship. The army has every ship in town in its grip. We're kind of stuck. Seems that way. Sorry, I'm no use now. I know. But I'm all out of ideas. Rex needs ship? Tora, have good idea! You do? There is shipbuilder living at Gormok Titan's Bum Bum. Old friend of Tora's Grampypon, he called Umon. Maybe he help if we tell him what's what! Sure, it's worth a shot. Let's get going! Ja, Popo, ne? Nicht vom Pegasus, mir einem Fluss. Ja, immerhin eine sehr gute Aussage, dass wir nicht uns auf die Wolken verlassen müssen. Na, dann wollen wir mal zu dieser komischen Werft hin, um uns ein Schiff zu klauen, um endlich von diesem blöden Titan runterzukommen. Gut, jetzt wird nochmal das Gelbe erklärt, dass wir, wenn wir... Ach, wir wollten ja noch, wir haben ja noch... Warte. Klingen. Noch ein paar von diesen lustigen Kristallen. Den wollen wir definitiv bei Rex haben. Oh, wir müssen, glaube ich, was Verstärker machen. Oh, was, welchen nehmen wir denn dazu? Ja, komm, wir nehmen den dazu. So, und los geht's.
be partners for a long time. Hm. Okay. Einfacher Hammer hat sie als Waffe. Na dann. Nein. Komm, wir gönnen ihr auch nochmal ein. Kriegt sie halt einen Empathieverstärker da drauf. Los geht's. Vielleicht hat sie ja ein bisschen mehr Glück. Ernsthaft? Sie kriegt so einen coolen. I'm Ursula. Pleasure. Shoulder to the wheel. Right, Barry? Aber cool. Richtig cool. Okay, ist ein Heiler. Dann ja, klar. Wir wollen die auch mal sehen. Dahin. Ich will auch nicht die oberste Klinge. Ich will den Posten, die dahin haben. At least. Komm, wir haben ja noch ein paar mehr Kernkristalle. Machen wir nochmal einen hier. Vielleicht kriegen wir ja auch nochmal so coolen. Ich will nochmal so eine coole Animation haben und nicht immer diese Aliens. Ja. Schön. Komm, ein gönnen wir uns noch mit dem Mutverstärker. Dann haben wir die auch alle mal durch. Ich will auch mal wieder sowieso wie für Rex jemanden haben, genauso wie wir bei Nia eine bekommen haben. Sowas irgendwie Interessantes. Und nicht wieder so ein Alien. Okay, mit so einer Axt hatten wir ja schon. Your safety is now assured. Toll. Schön, nein. Okay, machen wir mal weiter in der Story. Okay, wir haben eine Klingliste. Oh, schon relativ voll, würde ich mal sagen. Wenn das hier alle sind, die wir haben können, dann würde ich mal ein paar von wegwerfen. Und zwar einen von mit den Äxten. Ihn hier. Entlassen. Wen könnten wir sonst noch wegpacken? Hier, guck mal hier. Aber die haben ja unterschiedliche Elemente. Klingliste. Na komm, wählen wir ihn aus. Anpassen. Nee, gar nicht, das war das ja nicht. Wir müssen ja dann auf Charaktere gehen, um die anzupassen. Das. So. Kling. Klingliste.
Und dann werfen wir den mal kurz raus. Haben wir Mutverstärker gekriegt. Gut, dann können wir eigentlich auch den hier auch noch wegwerfen. Ja. So now we part. It's been an honor. Das sind diese komischen Klauen. Warum kann ich den denn nicht entlassen? Ah, meine Güte. Komm, einen gönnen wir uns noch. Mit Aufrichtigkeit. Ja. Vielleicht haben wir ja Glück. Wieder so ein Alien. Wieder mit einem Katana. Aber diesmal ist es lila. Interessant. I've got your back. Trust me. Nein. Okay, wir müssen 800... Oh Gott, das ist ein weiter Weg. Oh, wie kommen wir da jetzt hin? Ah, okay, hier lang. Die sind auch schon relativ hoch alle hier im Level, das ist... War knapp, Junge. Ja, okay, du willst spielen, dann spielen wir nochmal mit dem Nordgorillus. Sie hat jetzt instant auf wieder auf ihre vier Kätzchen gewählt. Interessant. Na komm schon. Also wir kommen noch in zweite Runde. Die haben auch irgendwie keine richtige Schwäche. Ach, jetzt hat sie eben die Dings gerade zum Heim. Interessant. Hoffentlich macht das ein bisschen Schaden. Ah ja, das ist jetzt gerade richtig viel hier. Rise and shine, Tora. Fairy will show me already. Show us, fairy. Not on my watch. Sword smash. Zoom out. Na komm schon. Spinning. Komm. Eagle Eye. Ja, das ist hier.
geht doch auf den nächsten. Steinschlag drauf. Ach ja, das sieht irgendwie so geil aus mit diesem Flammschwert. Na komm. Eieiei, die fressen so viel Schaden und wollen nicht mehr umkippen. Hat er ihn betäubt? Was hat das denn schon wieder gebracht, diese wilde Trommel? Ist jetzt nicht wahr. Immerhin gibt es ein bisschen EP. Du kommst doch hier nicht vom Fleck weg. So, dann auf den nächsten bitte. Komm schon, haut doch mal auch nicht auf die Schnauze von dem. Ja, es wird immer lustiger hier. Komm schon. Na komm schon, Pyra. Na komm schon, ein bisschen Schaden auf Ding hier. Kann ich Ewigkeiten warten. Ja, komm mal ein bisschen drauf da. Akademie. Right! Ha! Spinning! Cutter! Ha!
Wo ist Empyra schon wieder hin? Warum steht sie so weit weg? Na komm, jetzt die letzten paar Hiebe. Oh Gott sei Dank, haben wir die endlich besiegt hier, diese nervigen Affen. Nun gut. Aber deswegen machen wir jetzt auch mal eine kleine Pause. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Xenoblade Chronicles 2. Bis dann.